Ich bin gespannt, was wir in Erfahrung bringen. Hä? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Und wer bin ich? Tja, das Oder ist der Kern unserer heutigen Gesellschaft. Bin ich dumm oder nur dämlich? Bin ich Social Web oder Point-and-Click-Adventure? Eloquent oder rede ich gerade absoluten Käse? Will ich wissen, was ich hier mache? Oder will ich einfach nur dieses wunderschöne, gleichmäßige und langweilige Weiß anstarren? Ja, trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich ganz nett hier. Schön langweilig. Bernd? Wer bist du? Der Schöpfer. Dann würde ich mich gerne beschweren. Wegen den kurzen Armen. Wir sind die Entwickler des Spiels. Ihr seid zu mehreren? Und dann habt ihr nur ein deprimiertes Kastenbrot in einem weißen Raum hingekriegt? Ja, und du bist bewusstlos. Ich bin? Genau. Deshalb bist du in diesem weißen Raum. Aber weshalb bin ich bewusstlos? Tja, das gilt es herauszufinden. Viel Spaß. Hey, wartet mal. Wie soll ich... Hä? Was ist das? Ich erinnere mich an dieses verrückte Schaf. Es heißt Chili. Aber da war noch jemand in meinem Leben. Richtig. Der verrückte Busch namens Briegel. Aber was verbindet mich mit dem Schaf und dem Busch? Ein Erinnerungsfotoalbum. Ohne Fotos. Sinnvoll. Vielleicht sollte ich mal Fotos einkleben. Ein volles Fotoalbum. Das ging aber schnell. Ein volles Fotoalbum. Das ging aber schnell. Ich erinnere mich. Wir wohnen zusammen. Ja. Das Schaf. Macht gerne Stunts. Was nicht heißt, dass es gut darin ist. Und der Busch erfindet gerne Sachen. Und seine Erfindungen explodieren gerne. Und ich frage mich gerade, ob ich gerne mit ihnen zusammenwohne. Aber warum mache ich das bloß alles mit euch beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi! Was ist das? Emotionaler Kitschig-Nampf? Emotionaler Kitschig-Nampf. Ich soll diesen emotionalen Kitschig-Nampf nehmen? Kommt gar nicht in Frage. Bernd? Ihr schon wieder? Nimm mal die Herzen. Warum sollte ich das tun? Weil wir dich zwingen können. Was? Mist. Bernd, zieh mal das Symbol auf deine Freunde. Niemals. Die beiden sind absolute Nervensägen. Und das ist noch geschmeichelt. Spieler? Du, vor dem Monitor. Zieh doch mal das Symbol auf einen von Bernds Freunden. Freunden? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Schaf, Busch. Ich werde gezwungen, euch eine positive Emotion entgegenzubringen.
Das ist wirklich bekloppt. Genauso bekloppt wie die Idee mit den Superhelden. Die Erinnerung kommt zurück. Und es ist keine schöne Erinnerung. Das Schaf und der Busch hatten die ach so lustige Idee, Superhelden zu spielen und Verbrechen zu bekämpfen. Mist. Immer wenn das Verbrechen in der Stadt wütet, schlägt das Crime Detector Spotlight 3000 Alarm und ruft Chief Majors, Nahkampf als Fassadenakrobatin und schlau wie ein Schaf. Eigentlich Chili das Schaf, aber das darf keiner wissen. Dr. Bumblebee Butch, Mastermind, Technikgenie und selbsternannter Alien-Botschafter. Eigentlich Briegel der Busch, aber das ist streng geheim. Der kastige Koloss, kastig, kolossig, brotig. Eigentlich Bernd das Brot, aber den erkennt ja sowieso keiner. Zusammen sind sie die Unmöglichen. Was für eine irrwitzige Idee. Und ich wurde gegen meinen Willen gezwungen mitzumachen. Wie immer. Und los geht's. Schraf, pass auf! Die Laterne! Chili Power! Drei, zwei, eins! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Oder fahren gegen eine Laterne. Hurra! Warum sind wir eigentlich hier? Wir müssen ein Verbrechen lösen! Was für ein Verbrechen? Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Ich such schon mal Verbrecher.